So, liebe Freunde, ich habe heute mal die andere Kamera mitgenommen für meinen Waldspaziergang mit der Leica. Da ich aber das Display hinten auf der Kamera habe, zeige ich die Leica, die eine Leihhündin ist. Nein, ist noch nicht mal eine Leihhündin. Wir gehen einfach zusammen spazieren, wir zwei. Und ja, weil ich halt irgendwie das Display auf der Rückseite von der Kamera habe und nicht genau sehe, was ich aufnehme, wenn ich mir das Ding ins Gesicht halte, habe ich mir gedacht, ich lasse euch an ein paar Gedanken, die mir gerade so, in den letzten Tagen durch den Kopf gingen, einfach mal teilhaben. So ein paar wunderschönen Waldbildern. Ja, egal wie schön mein Gesicht ist, wer will mit sowas konkurrieren? Es ist definitiv schöner. Und das ist auch eigentlich schon genau das, worum es gerade so ein bisschen bei mir geht. Dass ich halt einfach wieder schöne Videos machen möchte. Ich möchte endlich einfach wieder schöne Sachen vor allen Dingen erleben, weil man ist ja auch sehr mit dem beschäftigt, worüber man Videos macht, ne? Und manchmal ist das halt einfach so ein bisschen schwierig in der letzten Zeit geworden, sich auf Schönes zu konzentrieren. Und ja, dieses ganze Corona-Ding hängt natürlich da irgendwie wie so ein Damoklesschwert über all unseren Köpfen. Und ich habe da einfach keine Lust mehr mitzumachen. Ich habe einfach keine Lust mehr daran teilzunehmen, an diesem ganzen Wahnsinn. Ich will auch in Zukunft eigentlich noch nicht mal mehr drüber sprechen, aber es ist trotzdem für mich irgendwie wichtig und ich komme nicht drum rum, ein paar Gedanken dazu einfach hier nochmal auch ein letztes Mal, hoffe ich, anzusprechen. Irgendwie ist doch vorgestern so ein Schreiben von dem Alexander Klavs viral gegangen. Ich musste echt erstmal gucken, wer das überhaupt ist. Und dann fiel es mir dann aber auch auf, ja, der war mal bei DSDS irgendwann dabei. Der dann eine riesen Litanei vom Stapel gelassen hat, wie scheiße die Regierung ist und bla bla, und dass die Regierung zu verschulden hat, was da jetzt gerade alles passiert, dass das ganze Land im Prinzip den Bach runtergeht. Der Alexander Klavs sprach halt eben von der Künstlerbranche. Und ich sehe es in der letzten Zeit sehr viel häufiger, immer wieder, dass halt Menschen sagen, nicht Corona ist schuld an der Misere in unserem Land, sondern unsere Politiker. Und das ist nicht zu Ende gedacht. Das stimmt de facto einfach nicht, weil die Politik vorgeben kann, was sie will. Passieren tut das, was wir machen. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, gar nichts, mit den Fingern auf die Politik zu zeigen und zu sagen, ihr seid scheiße, weil ihr uns scheiße befehlen. Ja, die Regierung ist scheiße, das ist gar keine Frage. Das ist ein Witz, das ist ein Witzfigurenkabinett. Aber wie scheiße muss man denn dann sein? Und da kommt die Politik nicht mit. Wie scheiße muss man sein, wenn man dann auch noch macht, was die für einen Scheiß vorgeben. Wir haben unsere Läden nicht wieder aufgemacht. Wir tragen Mundschutz und machen andere fertig, weil sie es nicht tun. Wir sind diejenigen, die unsere Kinder in die Schule schicken oder nicht. Wir sind die, die zu Hause bleiben oder nicht oder arbeiten gehen oder nicht oder was auch immer wir tun, sind wir. Und das sollte man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Das erfordert natürlich, dass man in die Eigenverantwortung tritt und sagt, scheiße Mann, ich bin es schuld. Ich bin schuld an der Misere meines Lebens und nicht irgendjemand, der mir gesagt hat, ich soll so und so machen und ich hab's dann getan. In dem Moment, wo ich was tue, bin ich derjenige, auf den ich mal gucken sollte.
In dem Moment bin ich derjenige, der was falsch macht. Nicht irgendjemand anders. Bloß weil mir jemand was befiehlt, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch machen muss. Ne? Kennt jeder von uns. Jeder von uns hat auch schon mal was von einer vermeintlichen Autorität gesagt bekommen. Zu tun, geheißen worden, ja. Was wir da nicht gemacht haben. Weil wir gesagt haben, hey, Sir, mach ich nicht. Das geht gerade gar nicht, kann ich nicht mit mir vereinbaren, fühlt sich scheiße an, mach ich nicht. Wenn wir uns also unser Leben zurückholen wollen, dann werden wir keine andere Wahl haben, als die Politik mal wirklich gänzlich zu ignorieren und außen vor zu lassen. Und das ist das, was ich jetzt einfach wieder angefangen habe. Ich habe sowieso vor über 10 Jahren schon der Regierung, der deutschen Regierung und allen externen Regierungen, ob die nun kirchlich oder weltlich seien oder familiär oder geschäftlich oder politisch oder was auch immer, einfach meine Gefolgschaft gekündigt und habe gesagt, ich nehme mein Leben wieder selber in die Hand. Ich muss die Konsequenzen tragen für das, was ich tue, so wie jeder andere auch. Aber dann entscheide ich wenigstens selber, was ich tue. Und seitdem ich das mache, muss ich sagen, bereue ich nichts. Klar gibt es Sachen, die dann auch nicht so schön aussehen. Ne, gehen mir jetzt so ein paar Sachen durch den Kopf aus der Vergangenheit, die ich gemacht habe, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass die anders verlaufen wären. Trotzdem bereue ich nicht mit einem Funken irgendetwas, was ich gemacht habe. Auch die Fehler nicht, weil aus den Fehlern lerne ich. Aus den Fehlern weiß ich, wie es das nächste Mal besser geht. Aus den Fehlern sehe ich doch überhaupt erstmal, wie was falsch läuft. Ist das auch so ein Ding? Wir sind so darauf konditioniert, dass Fehler machen, was Schlechtes sei, aber es ist das Beste, was wir machen können, weil dann lernen wir. Und dann wissen wir auch viel leichter selber, was wir zu tun haben und brauchen eben niemanden, der uns das irgendwie vorgibt. Wir haben uns unser ganzes Leben lang so darauf konditionieren lassen, dass wir Politiker oder überhaupt irgendwelche externen Autoritäten brauchen, weil wir ansonsten nicht in der Lage seien, unser Leben selber zu leben. Das ist, wenn man mal drüber nachdenkt und denkt, eine sehr dumme Sache. Weil wenn wir das dann tatsächlich glauben, dann wird das zu unserer Realität. Und wir könnten in einer völlig anderen Realität leben, wenn wir einfach was anderes glauben würden. Nämlich zum Beispiel, dass wir unser Leben auch selber geschissen bekommen. Ne? Und dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Und dann geht man ein Ziel an und friedet das hin. Da macht man das. So lange, bis es getan ist. Aber der Unterschied, den ich empfinde, wenn ich irgendwas mache, weil mir das jemand gesagt hat, und weil ich irgendwas mache, weil ich da Bock drauf habe, ist unbeschreiblich. Bei dem einen habe ich keinen Bock, bei dem anderen empfinde ich Begeisterung. Okay, manchmal sage ich auch, scheiße, ich habe da zwar jetzt keinen Bock drauf, aber das sollte ich jetzt trotzdem machen. Ja, und dann tue ich auch Dinge, die mir nicht unbedingt gefallen, von denen ich aber weiß, dass ich froh bin, wenn ich sie hinter mich gebracht habe, weil dann der Status quo wieder anders aussieht. Darüber sollten wir uns Gedanken machen, finde ich. Und ich finde, ja, ne, wenn es jetzt wieder um meine YouTube-Videos geht, dass wir da halt eben, also ich habe keinen Bock mehr, mich nölend vor die Kamera zu setzen. Das machen so viele andere gerade. Und diese Nölerei habe ich einfach satt. Und deswegen gehe ich lieber im Wald spazieren. Hier ist gerade kein Corona, hier ist gar nichts. Also ne, ich kann auch mitten durch die Stadt laufen, ist trotzdem kein Corona da. Aber ihr wisst, was ich meine. In der Stadt ist aber dieses Thema ständig da. In der Stadt kann ich nicht einfach ohne Mundschutz rumlaufen, ohne doof angegriffen zu werden und bla bla bla. Und das ist einfach mit so einem Grund, warum ich gar keine Lust mehr habe, mich draußen im Moment überhaupt zu bewegen. Also draußen in der Stadt, draußen hier auf jeden Fall. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich wieder reisen kann und eben mich dahin bewegen kann, wo ich genau das machen kann.
Und darum soll es einfach auch in meinen Videos wieder gehen. Das Schöne im Leben zeigen. Schönes machen, Schönes zeigen und inspirieren, auch Schönes zu tun und dann halt auch Schönes zu erleben. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen nur mal checken, dass wir aufhören müssen, anderen Leuten hinterher zu laufen. Und ja, es wird alles dafür getan, dass wir denen hinterherlaufen. Das ist gewaltsam aufgedrückt. Wenn du es nicht machst, kriegst du sofort irgendwelche Repressalien. Es lohnt sich dennoch. Es lohnt sich dennoch sehr, da einfach mal umzudenken und umzuhandeln. Eine Umkehr zu vollführen. Vor allen Dingen eine Umkehr zu sich selber. Das hilft. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht und was ihr da so denkt. Wenn euch die Gedanken gefallen und ihr meint, gehört vielleicht an noch mehr Leute Köpfe, dann teilt diese Gedanken gern. Ne? Kommentiert gerne mal unten, was ihr so denkt. Und im besten Fall macht wirklich eigene Videos. Wenn ihr nicht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Hier wird es demnächst mehr Schönes geben wieder und weniger Moserei. Leica! Schatzilein, kommst du zu mir? Ja, muss noch ein bisschen da hinten rumschnuven. Schnuven wir hier noch ein bisschen vorm Tor rum. Und ich verabschiede mich mit einem letzten schönen Blick aus dem Wald. Hier, guck mal, da ist schön, ne? Oh, da kommt die Leica wieder angeflitzt. Ach, du bist so eine Süße. Leica, willst du mal Tschüss sagen? Nö, interessiert den Scheißdreck. Genau, so geht das. Tschüss.